Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Ravenport. Ja, eine Folge, die ich mal eben dazwischen schieben muss, denn irgendwie habe ich mich ein bisschen verplant gehabt, beziehungsweise sollte auch einiges bei mir anders laufen. Ich habe jetzt technische Probleme mit meinem PC gehabt, aufgrund von eigentlich ja Verbesserungen. Habe mir eine M2 gekauft. Aber mal eben einfach einbauen und Datenträger kopieren war dann irgendwie doch nicht so einfach wie gedacht, weil ich eigentlich ein bisschen blöd war, beziehungsweise mich nicht richtig informiert habe. Und mir war nicht bewusst, dass wenn man sich eine M2 einbaut, dass der ein oder andere SATA-Port deaktiviert wird, woraufhin das alles irgendwie ein bisschen schwer war. Also habe ich es mir komplizierter gemacht, als es wahrscheinlich letzten Endes hätte sein müssen. Jetzt läuft es aber und ja, einen neuen Monitor habe ich auch, 27 Zoll, 144 Hertz, WQHD, also Auflösung 2560x1440, sehr schön. Nächste Problem war dann aber auch da, beziehungsweise das war sogar den Tag davor, da hatte ich den schon, dass meine Grafikkarte spielen ist gar kein Problem, auf voller Auflösung kriege ich hin, aber aufnehmen mit OBS und so weiter, da ist er dann doch ein bisschen überfordert gewesen. Und ja, jetzt musste ich ein bisschen an den Grafikdetails rumschrauben, so dass wir hier wieder ein flüssiges Bild haben im Video. Ich musste gar nicht so viel jetzt runternehmen, aber ein bisschen, und alleine das ist halt schon, das ärgert mich ein bisschen, dass meine Grafikkarte das halt nicht mehr ganz so packt. Hab aber auch jetzt extra kein Geld für eine neue, mal eben einfach so. Muss jetzt ein bisschen warten. Außerdem, auf dem Markt, ja, ich wüsste auch jetzt gerade nicht, was ich mir für eine kaufen soll. Kauft man sich eine für 600 Euro, was weiß ich, eine AMD RX Vega, oder geht man schon gleich auf eine RTX 280 über, was eigentlich die beiden einzigen Optionen wären, denn die 1070, 1080 von Nvidia sind eigentlich fast nicht mehr zu kriegen und wenn halt gut teuer. Und ja, bei den anderen ist halt so, ja, die neuen GeForce Generationen würde ich jetzt tatsächlich einfach nochmal ein bisschen warten, bis da ein paar mehr da sind und die nochmal ein bisschen verbessert wurden. Und bei der Vega ist es halt einfach so, dass die schon wieder auch das ein oder andere Jahr auf dem Buckel hat. Also ist halt sowieso gerade schwer. Aber gut. Ja, also aufgrund der technischen Probleme, die ich jetzt hier hatte, hat sich das alles ein bisschen verschoben. Es ist auch leider der Samstagstream ausgefallen, weil es einfach nicht lief bei mir. Und deswegen muss ich jetzt auch leider mal eben eine Folge eben hier so zwischenklatschen. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich wild. Muss mal gucken. OBS muss ich auch noch ein bisschen rumspielen. Ich glaube, dass die Facecam jetzt doch relativ klein ist. Die war vorher, glaube ich, größer. Naja. Gut, machen wir hier erstmal Unkraut weg. Bin ja schon dabei, habe einfach angefangen zu labern. Und Düngen fällt 2 nochmal eben auf die Schnelle. Ich glaube, mehr schaffen wir dann eh nicht in der einen Folge. Ja. Hier lassen wir mal nichts stehen. Das Problem, wenn man mal krumm und schief fährt. Ja, ich bin auf jeden Fall letzten Endes mal gespannt, inwiefern sich das jetzt hier in den Videos dann gleich darlegen wird. Ich habe es halt nicht getestet, wie sie gerendert und geschnitten aussehen. Aber ich denke, nachdem ich sie bei YouTube hochgeladen habe, dass grafiktechnisch eigentlich für euch
gar kein Unterschied da sein dürfte. Für mich höchstwahrscheinlich wohl auch. Also eigentlich kann ich kaum was erkennen. Aber es ist halt, ich weiß, dass ich jetzt die Grafik ein bisschen runterschrauben musste. Und dementsprechend foppt ein das, ne? Dafür muss ich aber sagen, sieht's top aus auf dem neuen Monitor. Da macht richtig was her. Und ich habe jetzt halt endlich vernünftig Platz. Brauche nicht mal meinen Fernseher zum Stream nehmen, um die ganzen Fensterchen da abzulegen. Habe jetzt links und rechts noch jeweils meine alten beiden 24 Zoll Monitore. Und ich glaube, damit komme ich jetzt ganz gut zurecht. Das sollte reichen. Ich habe auch, ich weiß nicht, für alle die, die vielleicht mal auf den Hintergrund geachtet haben, dementsprechend auch den ganzen Raum hier umgebaut. Da ich an meinem Schreibtisch, es ist eigentlich ein Eckschreibtisch, ich hatte die Ecke immer rausgenommen, habe die beide nebeneinander gestellt, die beiden Teile. Und jetzt habe ich die Ecke halt mit reingebaut, damit ich einen Platz für den dritten Monitor habe, weil auch hier auch noch der vierte Monitor und der zweite PC stehen, zum Rendern und hochladen, damit das nicht mein PC die ganze Zeit nachts überläuft, weil der dann doch auch ein bisschen mehr Strom frisst wie der Render-PC. Und dementsprechend, ja, werden wir jetzt mal gucken. Eigentlich hätte heute auch noch meine Softbox kommen sollen. Ja, so viel Verlass auf DHL Express, schön Premium-Versand. Sollte heute kommen bis eigentlich 20 Uhr. Und ich wette, um 16 Uhr hat der wahrscheinlich schön auf dem Sofa gelegen, der gute Mann. Und dafür bezahlt man halt einfach mal extra. Foppt mich auch richtig. Ich hätte halt gerne auch heute schon die Softbox am Start gehabt. Für eine vernünftige Ausleuchtung. Um einfach weiter auch mit dem Greenscreen zu probieren. In der Hoffnung, dass dann das leichte Flimmern, was noch da ist, was ich der schlechteren oder der im Moment nicht so wirklich guten Beleuchtung zuschulde. Sollte das mit Softbox immer noch sein, dann weiß ich, brauche ich noch mal eine neue Kamera. Aber ich fange das erstmal so an. Kamera kommt dann halt, wenn es tatsächlich funktioniert, doch schon später. Und sollte das funktionieren, dann werde ich mir irgendwas überlegen, weil ich hätte gerne von Elgato diesen fetten Greenscreen, der auf dem Boden steht, den man einfach so rauszieht. Kostet aber auch ein Heidengeld, was ich jetzt gerade erstmal nicht habe nach den ganzen Anschaffungen. Also wie gesagt, ein neuer Monitor, eine M2-Festplatte 500 GB und die Softbox ist schon wieder eine Menge Geld, oder, ne, was von meinem Taschengeld abgeht. Aber ich mache es ja auch gerne, nur ich kann halt nicht alles auf einmal machen. Leider. Wäre schön, wenn man einfach mal so einen richtigen Batzen Kohle hätte. Könnte sich ein Gaming- und ein Stream-PC bauen mit Beleuchtung und Greenscreen und alles, was man so braucht. Das wäre nicht schlecht. Das wäre jetzt so ein Träumchen. Aber so ernähren wir uns halt mühsam wie das Eichhörnchen. Man hat auch noch wenigstens Ziele, worauf man hinarbeiten kann und lernt ja auch noch so nach und nach. Dadurch, dass Fehler entstehen oder Sachen nicht so gut laufen, lernt man auch dazu, was kommt worauf an und so weiter. Wenn ihr mal jetzt einfach alles gleich kauft, kann es super funktionieren. Kann aber auch sein, dass es dann immer noch nicht super funktioniert, weil aus irgendwelchen Gründen irgendwas nicht stimmt. So, das hätten wir jetzt. Einmal kurz durchgestriegelt und dann holen wir uns den Düngestreuer. Den sollten wir allerdings an den Johnny dranhängen, denke ich mal. Wäre wohl besser. So. Und durch die M2, die ich mir jetzt eingebaut habe, habe ich natürlich die alte SSD jetzt frei, wo ich halt drauf aufnehmen kann. Hoppala. Ich glaube, dass das gar nicht so einen krassen Unterschied macht von der Auslastung der Festplatte her und so weiter. Dachte mir aber, ja, dann kann halt die. Ich habe jetzt die M2 drin, ich habe die SSD drin und noch eine normale SATA HDD. So kann die dann halt einfach ganz bequem in den Standby gehen, die SATA HD, und gut ist. So, abklemmen, Düngestreuer. Nee. Wo ist denn der Johnny? Hier.
Den brauchen wir jetzt für den Düngesteuer. Der wahrscheinlich leer ist. Glaube ich. Und es gab ja auch einen neuen Patch im LS. Bis jetzt habe ich ehrlich gesagt, okay, ich habe jetzt auch noch nicht wirklich gespielt. Das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich wieder spiele seit dem ganzen Kram. War halt eigentlich nur zu Testrunden drin, wo ich auf ganz andere Sachen geachtet habe. Ich habe bis jetzt aber noch keine Veränderungen feststellen können. Ich habe mir zwar durchgelesen, was da so alles bei sein sollte, das waren eh größtenteils Sachen, die mir noch gar nicht aufgefallen waren bis dahin. So, ja, das klappt doch schon mal, das ist schön. Hauen wir hier noch ein bisschen Dünger drauf. Und machen noch ein Bildchen davon. Ja. Also im Moment scheint es gut zu laufen. Bis jetzt noch nicht gesehen, dass ich Frame-Einbrüche bei OBS habe. Dann kommt das ja ganz gut hin mit den Einstellungen, die ich getroffen habe. Ja, geh doch aus. So. Ja, dann haben wir ja auf jeden Fall in der nächsten Folge, glaube ich, jetzt wirklich soweit mal Zeit, Schafe holen zu fahren. Beziehungsweise erstmal den Viehtransporter und dann die Schafe holen. Weil hier erstmal alles wachsen muss. Mal eben gucken. Da ist. Ja, gut, ist bald fertig, ist schon in der letzten Wachstumsstufe. Aber wir haben ja trotzdem ein bisschen Luft dazwischen. Einmal noch die Felder 2 und 3 dann düngen. Was ja auch eigentlich kein Problem ist, das ist ja mal fix durchgezogen. Ja Mensch, das ist doch... Haben wir mal wieder was geschafft. Kommt mir gar nicht so vor eigentlich. Aber... Ist halt so. Oh, jetzt mal so raus. Können wir auf jeden Fall unter einen Erfolg verbuchen. Also was glaube ich einen grafischen Unterschied schon auffällt, ist der Kreis, der hier so mehr oder weniger um uns rum ist. Also beziehungsweise im Moment eigentlich so dieser kleine Kreis vor uns, den man ja tatsächlich sieht, wie das erst alles dann rendert. Ich musste die Sichtweiten tatsächlich ein gutes Stück runterschrauben. Das heißt ein gutes Stück jeweils um alles 50% runtergeschraubt. Von 150% auf 100 habe ich es runtergedreht. Das hat schon eine Menge ausgemacht. Und ein wenig die Kantenglättung habe ich runtergeschraubt. Ansonsten konnte ich eigentlich alles beibehalten. Und mir fällt das jetzt gerade auf, weil man diesen Kreis davor halt wirklich, der war ein bisschen weiter weg. Das ist nicht so direkt ins Auge gefallen. Aber ja. Müssen wir erstmal jetzt ein bisschen mit klarkommen, bis Geld und Zeit für eine neue Grafikkarte da ist. Wobei dann die Frage ist, da muss ich dann eh mal überlegen, gucken, wie weit wir dann sind und so weiter, weil ich hätte dann ja meine alte Grafikkarte im Grunde über. Und ich halt mit dem Gedanken spiele, wenn ich mir eine, ne, also ich würde die nicht veräußern wollen, kriege ich nicht mehr wirklich was für. Aber zum Streamen, für einen reinen Streaming-PC zu bauen, wäre die noch mehr als ausreichend. Dann würde ich mir eine Capture-Card holen, einen halbwegs vernünftigen Prozessor zum Streamen. Wobei,
braucht man ja gar nicht so viel. Wenn ich hier gucke, mein Prozessor wird beim Aufnehmen, was den deutlich mehr belastet, ja, mit 60% ausgelastet im Moment. Müsste man halt mal einfach schauen. Wobei, wie gesagt, eine anständige Capture Card kostet auch mal eben knapp 200 Euro. Grafikkarte kann man dann auch mal locker mit 700, 800 Euro rechnen. Ist gleich mal wieder ein Tausender weg. Und man hat erst zwei Teile. Und zudem ist es natürlich so, sind das halt Sachen, die nur so im Background laufen. War hier auch mal fertig. Und ich halt eigentlich dann lieber weiter ein bisschen erstmal am optischen basteln würde, beziehungsweise auch am Ton. Ein Mikrofon besorgen, ein Audio-Interface kaufen. Da sind auch mal wieder ein paar Euros dann für fällig. Also ja, steht noch so einiges im Raum, auf jeden Fall. Wir hatten irgendwann mal eine Kameraverbesserung. Mit dem Greenscreen werde ich gucken. Da ich halt auch nicht so den Mega-Platz hier habe, was da die beste und erschwinglichste Lösung für ist. Ich habe auch gesehen, es gibt da so, das sind so, wie sie sehen aus wie so kleine Kleiderbügelständer. Und dann gibt es da so Decken für zum drüberwerfen. Wäre eigentlich eine ganz coole Lösung, denke ich. Alleine vom Platz her, weil sich das schnell mal irgendwo flach in der Ecke stellen lässt und gut ist. Und kostet halt auch nicht so ultra viel. So, okay. Dann haben wir heute kurz noch die Felder durchgestriegelt und gedüngt. Damit sollten wir jetzt eigentlich auf dem Laufenden sein. Gucken wir noch einmal. Wachstumsstufe ist noch nach wie vor, wie es war. Sieht echt furchtbar aus hier. Irgendwie müssen wir das mal schöner kriegen. Ja, das passt. Sehr schön. Gut, dann können wir uns tatsächlich nächste Folge um ein paar Schafe kümmern. Wunderbar, gefällt mir. Okay, dann mit dieser spontanen Folge sind wir am Ende. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei gewesen seid. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Haut fleißig was in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.